Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir unterwegs an der verlassenen S-Bahn-Station. Damit ich euch nichts Falsches erzähle, habe ich mir extra einen Zettel gemacht, wo die ganzen Informationen draufstehen. Und zwar wurde der ehemalige Bahnhof Olympiastation 1972 für die Olympischen Spiele in München erbaut und 1988 stillgelegt. Das endgültige Aus für den S-Bahn-Bahnhof waren zwei spielende Kinder, die mit der Oberleitung in Berührung kamen und tödlich verunglückten. Er wurde nur noch einmal vor der Stilllegung für ein Fußballspiel genutzt. Heute steht er unter Denkmalschutz. Wir zeigen euch heute noch die Überreste davon und würde sagen, wir legen jetzt los und erkunden das ganze Gebiet mit euch. So, wir gehen jetzt einen Schritt vor. Da hinten wieder Weichen. Da hinten aber die Gleisen, was ich jetzt das erste sehe. Haben wir aber dann so einen Masten da vorne. Ja genau, da enden sie erstmal die Schienen. Mit solchen Weichen. Und da haben wir so einen Masten. Aber da hinten geht es dann wieder weiter. Also hier ist das erste Ende, da wurden sie scheinbar abmontiert. Sieht man auch, das ist frei, das Gelände. So, jetzt haben wir hier so eine Federweiche. Die ist aber auch fest, die bewegt sich nicht mehr. Unten ist der Kasten. Damit sich die hintere Weiche da auch verstellt. Sieht man den anderen Kasten auch noch. Genau. Aber der ist fest. Bewegt sich genauso wenig. Wahrscheinlich wird sich der da auch nicht bewegen. Können wir mal ausprobieren. Nee, ist fest. Also die hatten keine Chance mehr. Sind wahrscheinlich zu alt. Und durch die Nichtbenutzung geht da halt nichts mehr. Schade. Los. So, hier gehen jetzt die Gleisen weiter. Da hinten haben wir den Bahnsteig. Der fängt da hinten an. Gehen jetzt einmal mal vor. Da hinten hin. Hier steht ein E-Roller rum. So, und ab dort geht dann der Bahnsteig los. So haben wir hier den rechten Bahnsteig, von mir aus gesehen. Dann haben wir hier auch noch einen. Es geht da noch ewig weiter vor. Geht auch mal so weit vor, wie es möglich ist. Vielleicht finden wir was Interessantes. Ah, guck mal, hier haben wir was Interessantes. Schaut's mal. Ist ja alles zu Gewicht. Also eine alte. Boah, ich muss überlegen, was war denn das nochmal? Vielen Dank, wie das da. Muss mal schauen. Ob es noch irgendwas anderes Interessantes gibt. Also guck, da sieht man auf jeden Fall den Bahnsteig.
ist auch so ein Ding wieder. Versuch noch raufzukommen. Moment. So. Ja, die Kabelliebe waren schon da. Wobei, da ist noch ein bisschen. Nicht recht hoch, aber immerhin etwas. So. Gehen wir kurz auf die andere Seite des Bahnsteigs. Die andere Seite. Geht in so einen kurvenförmigen. Aha, da hinten kommen auch Leute. Gehen wir wieder auf die andere Seite. Ist die Frage, ich würde wieder runtergehen. Weil es hier recht zugewuchert ist. So. Ach, schaut's mal, wir haben es uns so schwer gemacht, gell? Hier wäre so eine Treppenstufe gewesen. Okay, ganz einfach hätten rauf gehen können. Ist sogar auch noch fest hier. Jetzt nicht. Haben wir wieder hier so ein Turm. Ich weiß nicht, ob man ihn auf der Kamera überhaupt sieht. Und hier auch wieder. Hinten kommen wir auf und zu wie heißt jetzt nochmal? Ich schau uns das an. Und wann ist denn das? Lebkuchen. Schade, steht leider kein Ja drauf. Jetzt wisst ihr, ob es eher ein neueres Produkt ist oder tatsächlich ein altes. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Jetzt kannst du den Baum ausweichen. Mitten auf der Gleise. Liegt. So. Und wie sich's gehört zu einem Lost Place, haben wir wieder mal unsere Schuhe gefunden. Regel besetzt ja. Pro Lost Place musste ein Schuhpaar da liegen. Haben wir auch wieder mal gefunden. Könnt ihr euch gerne mal unsere anderen Videos anschauen, haben wir bis jetzt auch jedes Mal Schuhpaar gefunden. Ist so eine alte Dose. Keine Ahnung, von was das ist.
Na, guck mal, schon wieder Schuhe. Lauter Dosen, scheiß Spraydosen. Hier noch mehr. Guck mal, hier, das ist vielleicht noch interessant. Hier sieht man so die Struktur beim Bahnsteig. Dann ist der andere Fahrstuhl. Weil es ja doch alles sehr recht zugewuchert ist. Da hinten gehen wir jetzt hin. Das ist unser Ziel jetzt gerade aktuell. Aber hier können wir, glaube ich, auf den Bahnsteig gehen. Und da finden wir wahrscheinlich mehr als auf den Gleisen. Und hier wieder das Teil. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das war oder ist. Schauen wir mal auf die andere Seite, was da dabei zu sehen ist. Also hier hat der Boden noch so eine seine Struktur. Wie ihr seht. Also kann man so lala noch erkennen, dass es ein Weg gewesen ist. Da hinten haben wir schon wieder so eine, ich würde sagen, Gleisbeschreibung mit 3 Siebtel. Und schaut mal hier. Mal wieder so ein Turm. Aber diesmal ein anderer. Hier kommen schon Pflanzen aus der Erde raus. Da wurde auch irgendwas angezündet. Und da ist das Gleisdock vorne. Schöne Portionsbomben. Ein Gulli. So, da ist schon ein Teil weggebrochen, müssen wir aufpassen. Nicht, dass Revier draufstehen wegbricht, weil es auch schon steht. Weil da ist schon wieder so ein Masten. Wir müssen jetzt aufpassen, weil da vorne sind Leute. Gucken wir mal, wo unsere Kollegen sind. Ach, die befinden sich aktuell ganz da hinten. Also ganz hinten. Dann gehe ich nochmal zu denen zurück und melde mich, wenn wir wieder hier vorne sind. Damit ihr nicht die ganze Wiederholung anschauen müsst. Dann bis. So, schaut's mal hier, was ich nochmal gefunden habe. Weiß jemand von euch, was das ist? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. So, wir sind jetzt hier vorne. Ist recht viel bewohnt hier. Junge Karten und so. Hoffe jetzt, dass wir niemanden begegnen. Für euch schon die Gleise.
Da haben wir den Prellblock. Gehen wir da lang, da rauf. Dann rauf, rauf auf das Ding. Oder da kommt man. Da kommt man nicht rauf. Du hast abgesperrt, dann gehen wir auf der anderen Seite rauf. So, hier liegt eine Tür rum. So, da geht's rauf. Fühlt sich noch alles recht stabil an. So. Wir finden uns oben. So, eine Aussicht. Wir müssen aufpassen, der Boden scheint mir zwar noch okay zu sein, fühlt sich aber trotzdem komisch an. Hier sind dann Leitungen, Rohre, Wasserversorgung, würde ich mal schätzen. Für die Toiletten vielleicht. Muss man aufpassen, da sind die Leitungen. Ach, das würde ich schätzen, wenn die Toiletten hier. Haben wir hier noch die andere Treppe. Weil sie nicht rauf ging, weil der Zaun ist nicht zugelassen wird. Gucken wir mal runter. Ach doch, schaut mal, kommt man rein und raus. Weil es eher umständlich ist. Und auf der anderen Seite leichter ist. Und wisst ihr was? Das, was wir vorhin gesehen haben, das war wahrscheinlich vom Zaun. Weil hier liegen genau die gleichen Dinger wieder rum. Und Silber. Und hier haben wir. Ich habe da nicht eingerichtet. Mit den Kabeln. Hier ein Schild. Da ist sogar eine Werbung drauf. Ist die Frage, ob das neu ist. Also schaut mir wieder neu aus. Auf der Seite. Ja, die ist neu. Was soll ich denn? Also die werden tatsächlich nicht bedrückt. Und hier haben wir scheinbar gerade einen gefunden. Ist sogar noch zugeschraubt. Aber da ist einer, der noch nicht entleert wurde. Liegt da hinten noch was Interessantes? Schauen wir mal. Ah, okay, das ist dann die Toilette für die, die hier wohnen. Auch gut zu wissen. So, wir gehen einfach mal da entlang.
Vielleicht finden wir was. Muss ich an sich schön weggemacht. Da vorne beginnt sie dann aber wieder. Das ist aber riesengroß, gell? Wie ist das los? Soll ich was zu sehen, gibt's ja wohl nicht. Wir haben ein Stück. So eine Schiene. Noch so selbstverständlich alles, was wir hier finden, auch da. Es ist einfach Geschichte. Und die lässt man da, die nimmt man auch nicht mit. Hier wieder. Und da haben wir das für die Weichen zum Umstellen. Vielleicht kriegen wir es dadurch hin, dass wir heute doch noch eine Weiche stellen können. Wäre auf jeden Fall cool. Also, das ist für die hier, für die Weiche. Das ist das Teil hier. Wir werden es jetzt versuchen zu bewegen. Aber da geht gar nichts mehr. Da fehlt wahrscheinlich der Stift, der das zusammenhält. Wie sehe ich? Man hier kann es. Aber da bewegt sich rein gar nichts. Schade. Aber es ist doch da. Zumindest immerhin was. Nicht hier, aber die Weichen sind nur. Das sind lauter Eidechsen. Und merkt, dass der Sommer jetzt kommt. Der riecht sehr, sehr unangenehm, muss ich sagen. Ihr könnt froh sein, dass er jetzt durch die Kamera nicht riecht. Mal sehen. Das wird dann wahrscheinlich auch zum weichen Stellen gewesen sein. Allerdings, wie das funktioniert, ist keine Ahnung. Und da haben wir eine Eidechse gerade gehabt. Ah, genau. Das muss man hier so bewegen. Aber das passiert genauso wenig. Schade, schade. Wir wollen heute doch nicht schnell. Mal schauen. So, wir sind jetzt hier an der Brücke.
Unter uns die Straße, wie ihr es wahrscheinlich hören könnt. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, ich glaube nicht. Aber was auf Straße unter uns. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr Fragen irgendwie noch zu dem habt, wenn irgendwas unklar war, fragt gerne. Ihr könnt auch privat fragen unter unserer E-Mail-Adresse, steht in unserer Bio. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen.